Schönen guten Tag, mein Name ist Beatrice Bürger und ich heiße dich herzlich willkommen bei dem Podcast Quint.E. Fangen wir doch gleich mal an mit Elfriede Zakrynski. Ach, das war so schön. Am 1. Juni habe ich sie kennenlernen dürfen bei der Buchpräsentation von Ray Gesing, Ihre Weisheit, unser Glück. Und jetzt durfte ich sie selber interviewen, das war so schön. Der Termin zum Interview, der war der 12. Juli 2018. Und ja, ich zitiere mal eben ganz kurz den ersten Absatz aus dem Buch selber. Und zwar: Warum glaubst du, bist du so alt geworden? Ich habe mir selbst oft die Frage gestellt, ganz oft schon. Ich wusste gar nicht, dass man wirklich so alt werden kann. Also 100 Jahre, ein Monat, zwei Wochen und vier Tage. Aber Spaß beiseite. Ich denke wirklich, dass es daran liegt, dass es in meinem Leben eine Zeit gab, und ich spreche über einen Zeitraum von immerhin mehreren Jahren, in der ich viel gehungert habe, Ray. Richtig gehungert. Gut, dass du das nicht kennst. Aber ich bin überzeugt davon, dass mich das stark gemacht hat und robust. Ja, das war ein Absatz aus dem wunderschön gebundenen Buch von dem Autoren Ray Gesing. Ja, Elfriede Zakrynski ist 101 Jahre alt und sie nennt sich so gerne, also ihr Spitzname ist Frau Zacki, weil kaum einer kann ihren Nachnamen richtig aussprechen. Ich bitte vielmals um Entschuldigung, wenn ich dies auch tue, liebe Frau Zacki. Und das hat mir ganz, ganz doll Spaß gemacht, dieses Interview zu führen. Ich wünsche euch jetzt erstmal ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, ich will auf alle Fälle erstmal Danke sagen, dass du dir die Zeit nimmst und mit mir. Ja, das ist gut. Ich freue mich auch. Ja, ja. Und mein Hintergrund ist der, ich habe vor ungefähr anderthalb Jahren angefangen nachzudenken über das, was ich eigentlich will. Ja. Und ich habe ganz viele Projekte betreut in meinem Leben und habe dann gedacht, ich würde gerne mein eigenes Projekt mal machen. Ist ja. Es ist genau, du bist quasi Teil davon. Und genau, und ich habe also Anfang des Jahres überhaupt erst richtig damit losgelegt, weil es lag immer in meiner Schublade. Ja. Und man muss den richtigen Punkt erst kriegen und dann kann man darauf gehen, weitergehen. Genau. Was? Und der sagt, ja, du machst so weiter. Okay. Und deswegen bin ich auch so dankbar, dass ich den Ray Gesing gefunden habe und bei euch war, bei der Präsentation. Ja. Und Ziel meines Projekts ist, alte und betagte und auch 100-Jährige zu interviewen, um eine Brücke zu schlagen zwischen eurem Wissen und eurer Lebenserfahrung, wie ihr mit gewissen Sachen umgeht und was ihr für euer Leben gelernt habt. Ja. Und der heutigen digitalen Zeit. Also alle sitzen nur noch mit ihrem Handy da. Und ja, es ist nicht. Der größte Mist. Genau, mein Ziel ist es, euch ein Stück zurückzuholen in unsere Gesellschaft. Ja. Und letztendlich brauchen wir euch ja auch. Das ist wie bei einem Indianerstamm. Ja, ja. Ich vergleiche das gern damit. So ist es. Wer ist derjenige, wo immer die Leute hingehen bei einem Indianerstamm? Ja. Das ist der Medizinmann, ist der Älteste des Stammes. Ja. Und so ist es. Der haut doch mal auf die Bauke. Er sein muss. Nein, gut. Ja, wir haben in unserem Leben viel lernen müssen, weil bei mir, der 1917 war ja noch Krieg. Mhm. Und dann kam unser anderer Großer, der war natürlich wahnsinnig. Der war schon in den Krieg. Also, das kann sein, dass ich anfange zu weinen. Ja, das kann sein. Das geht dann wieder in mir so rein, ja. Ja. Aber ich nehme mich zusammen. Aber immerhin, wir haben
die Jugend heute, die spricht und schnell. Und wir waren langsamer und ruhiger und haben erst hier und dann haben wir geredet. Und das ist ja der, das müsste man wieder zurückholen, alles, damit man klar bleibt und nicht alles hastig redet. Und das schnelle Reden ist alles wie die Katz. Der ältere Mensch, der hat mehr überlegt. Und wenn was an einem rankam, an Sachen, die einem schwer wurden, die habe ich sehr toll gehabt. Aber naja, ich hatte meine Eltern zum Glück noch. Und mit denen habe ich den Kummer und Leid erleben müssen. Es war schlimm. Habt ihr denn darüber auch offen gesprochen oder war das eher so ein Thema, worüber nicht gesprochen wurde? Es wurde gesprochen, aber nur ganz. Jeder hat sich seins gewusst und seins alleine in sich gehabt. Ja, natürlich der Zweite Weltkrieg. Da fiel mein Mann, da fiel mein Bruder. Innerhalb 3 Wochen waren beide Jungs weg. Wow. Ich war gerade kurz 1,5 Jahre verheiratet. Und dann stand ich schon alleine da. Ja, und da musste man nun sehen, wie man fertig wurde. Denn was habe ich dann gemacht? Ich war ja noch in der Arbeit und da habe ich noch ein bisschen meine Arbeit gemacht. Ich war bei Kaiserbach. Einrollbare Regale, immer feste einrollen. Und wenn ich mal Pause, einen Moment Ruhe habe, dann haben die Fleischer mich genoppt. Die haben wirklich. Und ich habe was gemacht, das darf ich nicht sagen. Das kriege ich jetzt noch ein Ding zurück. Jemand geklatscht. Hört endlich auf. Still, Ruhe. Die sind reingegangen in ihre Abteilung, weg waren sie. Ach, und da habe ich nachher gedacht, siehst du, sie waren, haben doch pariert. Aber mich immer so auf den Arm zu nehmen und so wie das, so schnell, ich kann es nicht mehr, das noch und das noch und das noch. Also das ließ ich ja mit mir nur auch nicht mal. Ich war ja nervös genug gewesen. Ja, das war alles eigentlich mit der Arbeit. Und daher, wo ich dann aufhörte mit Arbeit, ist das denn interessant. Ja? Ja, einfach fließen lassen. Ist Lebenslauf zusammen. Und dann habe ich ehrenamtlich gearbeitet und Kaffeetische überdeckt und schöne Servietten und alles gemacht und alles. Und dann kommt der Herr Moser aus der Herbertstraße, der kommt und der sagt, ich sage, Herr Moser, können Sie denn nicht mal eine Mandoline ins Leben rufen? Ja, sagt der Frau Zagi, ja, sagt er, das mache ich sofort. Telefon, Rias angerufen, Telefon, hallo, hier, ey, wir brauchen und so. Die nächste Woche kam die angetanzt. Die Spieler Mandoline, Gitarre und Mandola. Sie kamen. Es gab also noch Spieler, die spielen wollten. So, und damit haben wir gesagt, ja, nun müssen sie aber das auch leiten. Oh! Na super! Ich leiden? Ich weiß auch gar nicht, wie man das macht. Aber ich habe immer einen Schutzengel bei mir gehabt. Gott sei Dank, hoffentlich ist er auch jetzt bei mir. Der hat dann gesagt, ich helfe. Ich helfe. Ich sage, ja, dann kommen Sie mal her zu uns und setzen sich zu uns rein. Und dann hat der wurde erstmal unser erster Leiter.
Ich wusste nichts von Noten mehr. Als Kind habe ich es mal gemacht, wo 12 Jahre alt war. Aber dann war es ja weg. Ich musste ja arbeiten. Und dann habe ich, dann waren für mich nachher nur noch Punkte. Ein Piano und Pforte, das waren keine Begriffe für mich mehr. Aus Arbeit war ja wichtiger. Naja, das ging alles soweit ganz gut. Aber man, ja, ich musste rein in das Geschirr. Aber der gute Mann, der hat mir den gut beigestanden und hat mit Noten Bescheid gewusst und mit Dirigieren Bescheid gewusst und alles wunderbar. Also, und somit habe ich aufgepasst. Große Augen, große Ohren gekriegt. Ich musste das ja alles begreifen und behalten. Ja. Der hat uns dann geleitet. Wir haben in Seniorenhäuser, in Krankenhäuser gespielt. Zehlendorf und Hermsdorf waren wir draußen. Also wir waren fast in ganz Berlin bekannt schon. Aber es hat uns allen so viel Spaß gemacht. Wir waren alle so ein kleiner Kreis und jeder war, ja, toll, toll, wie ihr das macht. Gut, haben wir alles gemacht. Ja, und der ist gestorben. Konnte nicht mehr machen. Ja, nun muss ich sehen, wie es weiter. Da hatte ich meine Spielerin neben mir. Die war auch ein bisschen pfiffig und die Tochter war auch pfiffig. Die hat dann immer uns noch so ein bisschen im Untergrund geholfen. Und dann hat sie uns einen neuen Dirigenten gesucht. Die Willi Rosenthal, der hat ja groß Orchester gehabt für die Rosenthal. Hat ja im Sonntags immer im Radio gespielt. Ja, das haben wir auch gemacht. Und der Willi Rosenthal fährt nach Moskau, muss ich da was am Zahn machen lassen. Und da sagen die Ärzte, darunter ist Krebs, sie müssen ihn den Kiefer rausnehmen. Nein, sagt er, das müsse in Berlin. Er hat es nicht geglaubt. Ist in Berlin wiedergekommen. Und die wollten ihn und er hat gesagt, nein, da muss ich so lange leben, bis es mit dem Kiefer in Ordnung geht, mit dem Krebs. Aber er war tapfer eben. Und er starb auch. Der war Philharmoniker. Der hat in der Philharmonie gespielt. Und der war nun auch gestorben. Ich muss immer wieder rein, muss immer wieder neu Ah, ja, dirigieren. verstehe. Ja, und dann haben wir einen von der Oper gekriegt. Naja, der war so ein Charmier, ein Charmier. Und der hat so, wie diese sind. Ja, das hat den Leuten allen nicht gefallen, wie der spricht, der nuschelt. Und wie der dann der nuschelt. Mensch, denke ich, sage, Altmann, Sie können nicht mehr, Sie können nicht mehr weitermachen. Ich sage, mach Ansage. Ansage und die Sketche und so. Da musste ich mich ja wieder fordern. Dann habe ich zu Hause gestanden vor dem Spiegel und habe gesprochen, damit ich mich ja auch im Griff habe. Und ich muss sagen, ich habe es gut begriffen. Ich war noch ein guter Lehrling gewesen. Habe alles schön gemacht. Ja. Ja, das war mein schönstes gewesen, mein schönster Erfolg. Wir haben im Friedrichstadtpalast sogar Oh, gespielt. super. Das war unsere Krönung, da wollte ich noch absagen. Ich sage, nein, ihr könnt nicht spielen, ihr müsst mehr üben, ihr müsst mehr üben. Wir üben, wir üben, wir machen. Und ach, die da lagen mir zu Füßen. Und haben auch alle gemacht. Und wir haben gespielt, ja. Oh, Ich war toll. ja auch stolz, da drin gespielt zu haben. Ja. Ja, das war unsere Krone sozusagen. Ja, und dann wurde der eine krank. Der andere starb, weil sie auch ältere Leute schon alles waren. Tja, weg war's.
Aber letztendlich ist genau das ja eine gute Geschichte für, also der Herr Gesing hat ja auch Ja. dich genannt, die Couragierte. Ja. Ne? Das ist ja wirklich, hat ja auch mit Mut zu tun. Ja, hat zu Mut, mit, also wirklich, ja, mit Courage. Ich musste ja, ich wurde hier zum auch mehr oder weniger. Ich habe es gar nicht so angenommen, aber Zacki, du musst es machen, Zacki, du musst es machen. Du bist unsere erste Spielerin, du musst es machen. Mein Gott, du musst das ja auch machen. Was habe ich denn damals dieser vorgetragen? Diese, aber das kann ich nicht viel zu weit. Und ja, habe ich alles gemacht. Gott schuf die Welt vor langen Zeiten und von dem Mann ein Exemplar. Doch das schien anzudeuten, dass Gott schon etwas müde war. Denn als er sein Geschöpf beäugte, da fehlte dies, da fehlte das. Und an dem ganzen Manne taugte nur eine einzige Rippe was. Und diese ward ihm auch genommen und eine Frau daraus gemacht. So sind wir später dann gekommen, jedoch geschaffen mit Bedacht und jeder Frau zum rechten Ruhme. Man sieht es auf den ersten Blick. Gott schuf Adam nur zur Probe. Wir aber waren sein Meisterstück. Kann ich noch, das habe ich vor 5 Jahren gesprochen. Ja. Noch ist es drin. Okay, voll gut. Das war gut, ne? Ja. War die Krönung. Ich bin momentan ja auch so, dass ich ins kalte Wasser springe. Ja. Und ich weiß nicht, wann bist du denn geboren? 1982. Und Monat? November. Oh, ich bin ja Juno. Ein Sommerkind. Aber hat der November auch in sich? Ja, ja, der hat es in sich. So mehr. Ähnlich, ja. 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 Also das Projekt, was ich quasi jetzt auf die Beine stelle, das nennt sich Quintessenz. Und der Leitspruch oder das Motto davon ist, der eine will, der andere macht. Ja. Und das, ich meine, wir sind Frauen, wir beide sind Frauen. Ja. Und dann trotzdem den Mut zu haben, Dinge zu tun, wo wir Angst vor haben. Ja, ja, wo man sagt, um Gottes Willen, so weit machen, so weit kann, könnte keiner machen. Ja. Ja. Was hat dich dazu bewogen, das dann zu tun, damals die Entscheidung anzunehmen und wie bist du damit umgegangen? Ja, immer cool rangegangen. Vor allen Dingen nicht gezeigt, dass du nichts weißt. Dass du dumm bist wie Haferstrophe. Aber das darfst du nicht. Du musst immer so sein. Immer die Eins. Und das habe ich auch gut geschafft. Mit meiner Gruppe. Nun sind wir leider auseinandergegangen. Bis 1900 habe ich ja dennoch, habe ich noch gespielt. Aber nun ist er vorbei. Bis ja, ich hatte dicke Hornhaut jetzt auf den Fingern. Ja. Von den vielen Drücken, ja. Nein, das war alles. Ich habe mein Leben gut gemacht. Mhm. Also wenn jeder sein Leben bewusst und überlegt, handelt. Er muss ja nicht spontan sein. Überlegt, handeln. Kann ich das nicht? Geht das nicht? Nein. Ach, du kannst das. Ach, du kannst das doch. Na klar kannst du das. So, und dann ist es gut. Ja, so ist es. Mhm. Das gibt einen Mut mit allen Sachen, was du auch mal machen willst. Es gibt mir auch Mut. Denkst du immer daran. Augen zu und durch. Augen zu und durch, das sage ich auch ganz oft. ja. Ja, so ist es. Das war das. Und dann bin ich hier reingekommen. Dann hatte ich einen Lebensgefährten allerdings. Mein Mann war ja 42, geheiratet, 44 gleich gestorben. Und hatte ich einen Lebensgefährten, also wollte ich auch gar nicht haben. Naja, wir haben nicht gesprochen miteinander. Es hat sich gegeben, dass er dieselbe Art wie mein Mann hatte. Dieselbe Ansichten. Ich denke, das gibt's doch nicht.
Das kann es doch gar nicht sein, dass ein Mensch auch so ist wie der andere. Gott, er war zuvorkommend adrett, hat nicht gebrüllt oder geweint oder geschrien oder so nicht gar nicht. Der war sehr nett zuvorkommend. Und der ist 1900 gestorben. 1900. Und dann bin ich hier in Preußenallee reingekommen und von da aus bin ich dann hier so in unser Haus hier. Ja. Das war mein ganzer Weg, den ich gegangen bin jetzt, in den letzten Jahren. Und hier fühle ich mich eigentlich wohl. Ich bin zufrieden. Ja, ich muss mich allerdings morgens immer allein schon anziehen. Das tut alles langsam ein bisschen, ja. Aber wenn ich denn das endlich geschafft habe, siehst du, bist du doch noch. Kann ja schon wieder hier oben auffassen. Konnte ich gar nicht. Ja. Hast du denn Sport gemacht? Hat Spaß gemacht. Nein, Sport. Hast du Sport gemacht in deinem Leben? Sport, naja, nur als Kind. Okay. Da haben wir im Turnverein gemacht, ja. Aber weiter nichts. Das war auch nicht blöd bis zur Schule. Danach ja nicht. Ich muss ja gleich arbeiten gehen. Ich konnte keine freie Zeit mehr genießen nachher. Das war es nicht. Dabei fällt mir gleich ein, es gibt ja heutzutage auch so viele, die nur ackern, nur arbeiten und laufen und machen und tun. Ja. Fühlst du dich ähnlich, so wie die Leute heute auch arbeiten? Oder denkst du, für dein Empfinden war das eine andere Zeit und eine andere Arbeit, ein ganz anderer Alltag, als was man halt auch in den also in den Medien sieht? Ja, die Zeit hat sich doch ein bisschen geändert. Also nun war ja das eine andere Arbeitssache, alles, die kann man eigentlich nicht miteinander vergleichen. Man muss nicht die Arbeit, die ich gemacht habe, mit denen, die jetzt gemacht werden, hier. Ich sehe ja nur diese Arbeit hier noch. Ich sehe, sie machen alle ihre Arbeit hundertprozentig bei und freuen sich auch. Und wenn ich sage, ich mache doch nicht so viel, ja, das muss ja gemacht werden. Und weiter. Also ja, gut, sag ich, dann soll man nichts sagen. Dann ist es gut, wenn derjenige das noch kann. Es kommt die Zeit, wo du langsam ruhiger wirst. Die kommt von ganz alleine. Da brauchst du nichts tun, da tut dir das weh, da tut dir das weh. Kannst du nicht mehr laufen. Sieh mal, ich kann Augenlicht ist weg. Ich erkenne hier wohl, dass da noch was hängt. Aber was da hängt, kann ich auch nicht mehr sagen. Das weiß ich nicht mehr. Mein Augenlicht ist kaputt gegangen. Ich habe mich natürlich mit schönen Dingen beschafft, was ich gerne möchte. Ich habe gerne gebastelt, wunderhübsch gebastelt und habe gestern wieder angefangen, das zu machen. Und sie hat es mir auch wieder neu erklärt. Jetzt sitzt es wieder drin im Kopf und das werde ich, langsam werde ich mir das machen. Aber es ist ja keine große Sache, nicht? Aber es macht ihm Spaß, etwas, das ist aus einer Serviette oder so, zusammenzubasteln und zu einer Rose zu machen. Da habe ich zu hängen. Oh ja, ja, schön. Ja, das haben wir gestern. Ich sage, ich habe doch immer Rosen gemacht, warum weiß ich das nicht mehr? Und sie hat mir das System wieder beigebracht gestern. War ich zufrieden. Und da will ich dann mal, wenn Mama Danke sagen möchte, gibt man so eine Papierrose, macht ein bisschen Lippenstift oben rüber, dann sieht sie wieder hübsch aus. Wenn sie nur weiß ist, bitte, oder mach ein bisschen Parfüm an, dann ist das herrlich. Ja, es ist eine Geste, die nicht jeder kann mehr, die nicht jeder macht. Ich habe Ketten gehäkelt, also habe immer Feinarbeiten gemacht, ja. Aber scheinbar sind meine Augen doch kaputt gegangen dadurch. Ich weiß es nicht. Ich sehe dich, aber ich sehe nicht
Gesicht, wie es ist, das kann ich nicht erkennen. Das merkt man dir gar nicht an. Ja. Und wenn ich was suche, muss ich meine Finger benutzen und muss dann das mit den Fingern tasten. Ich kann auch mit den Tellern Kartoffel und der Teller, sie ist so hell, die Kartoffel ist so hell. Und wenn ich die Kartoffel mache, pieke ich mal daneben, bis ich dann endlich an die Kartoffel stoße. Es ist ziemlich eine Farbe für die Augen. Und dann habe ich sie aber doch gefunden. Immer mit Geduld und Spucke fängt man eine Mucke. Genau. Ja, nee, so ist es. Ja. Wunderbar, was gemacht worden ist, ja. Ich habe ein paar Fragen mitgebracht. Ja. Ich weiß gar nicht, ob du die vorher bekommen hast oder irgendwie. Nein. Nein, das macht aber nichts. Ja, und zwar, was ich noch nicht weiß, also du bist in Berlin geboren? Ja. Ja. Und wie sieht dein, also okay, du hast ein bisschen aus deinem Leben jetzt geschildert. Ja. Und aus deinem heutigen Leben, ich meine, bist du ein Mensch, der auch gerne mit anderen zusammensitzt und redet oder eher so alleine für dich? Ja, aber ja, es muss in Grenzen bleiben bei mir. Es kann nicht mehr jeder quatschen. Zu viel. Das geht ja nicht. Das geht ja nicht. Dann werde ich nervös. Und ehe ich nervös werde, gehe ich lieber weg. Ja, mache ich den Kürzeren. Aber brauche ja nicht. Ich muss ja nicht alles wissen und nicht alles hören. Das ist die Wiese. Ich muss es nicht. Ja. Und wie war das früher? Ja, da habe ich sicher auch mitgeblatt. Auch mit erzählt. kann ich schon sagen. Ja, ich war auch ein fröhlicher Mensch. Auch in meiner, sagen wir mal, Zeit. Naja, von 20 an so. Von 20 davor, das war alles Armut. Alles Armut, Entbehrung. Da habe ich nicht, wir hatten nicht gutes Essen gehabt. Vater war auswärts gearbeitet und musste immer, hier in Berlin hat er auch den einen See ausgebackert und den Tank rausgeholt, damit die Schifffahrt wieder fahren kann. Das musste mein Vater machen. Der war auch auf großen Flüsse gewesen, auf der Elbe und überall, hat alles, dass das frei war, die Schifffahrt. Und da war der nie zu Hause, Mutter musste alles auch alleine machen. Mutter war überfordert, scheinbar von uns beiden. Aber mein Bruder war 7 Jahre jünger, also ich musste immer auf meinen Jungen, auf meinen Bruder aufpassen. Aber sonst... Ja. Darf ich dich was Persönliches fragen? Na was? Als das so schrecklich war, wo dein Mann gefallen ist und dein Bruder beim Krieg, wie bist du dann damit umgegangen? Also, dass du loslassen konntest und vergeben konntest? Nein. Also, ich könnte den Hitler heute noch massakrieren, weil er mir alles genommen hat. Ja. Alles genommen. Mein Bruder, der war 20, der war in Breslau gefallen. Alles war weggerannt aus Breslau, alle Ärzte, alles. Und der saß mit einer Granate im Bauch da. Und nicht. Das ist meine Fantasie aber jetzt nur. Ja, ich nehme an, wir hatten ein inniges Verhältnis eigentlich, Gedankenverhältnis. Der hat mir auch gesagt, von Ostpreußen, mach, dass du nach Hause kommst. Und das habe ich getan, obwohl ich nichts gehört habe. Ich habe gewusst oder gehandelt. Habe versucht, noch eine Fahrkarte nach Berlin zu kriegen. Ja, sagt der Bahner, sie können ja eine kriegen, aber zurück kommen sie nicht mehr. Dann ist mir ein Signal, habe ich gedacht. Aber nach Berlin, ich musste zu den Eltern, weil die in Berlin waren. Mhm. Und die sind ohne den letzten Tag ausgebrummt. Die letzten aber. Die letzte Granate, die kam. Die war das Haus.
Ach, war das war schwer. Ja. Aber du musst mit alles sowas fertig werden. Du musst sehen, wie du kannst nicht einen Menschen anklagen und alles sagen. Es geht alles nicht. Du musst mit dir alleine immer reinkommen. Es ist im Krieg und die andere Partei hat ja auch gearbeitet, wollte auch Frieden haben. Die wollten ja auch Ruhe haben. Aber es war ja, es war schlimm. Es war schlimm. Und wenn du jetzt raus nachher gehst, ihr beide, dann setze ich mich schön und weine. Oh, Dann weine aber ich alleine. Oh Gottchen, ja. ja. Das kommt, das Leben. Das kommt dann immer wieder zurück. Aber das ist auch ein Zeichen der Liebe, Ja. weil das da drin ganz tief ist. Ja, aber das ist auch gut so, weil das uns ausmacht und das ist. Aber mein Mann war ja auch, er war ja noch zu jung. Er war 25, mein Bruder war 20. Ich war in Frankreich gewesen, auf die Kriegsgräber da, die Felder. So weit das Auge reicht. So weit nur Gräber, nur Gräber, nur Gräber. Da hast du dir schon alles festhalten müssen. Gott. Ja, es ist schlimm. Kurz mal durchatmen. Ja, gut. Frag mal. Frag mal, was Die du noch nächste fragen musst. Frage ist eine schöne Frage. Wofür bist du dankbar? Ob ich dankbar bin? Wofür du dankbar bist? Ach, da, ja. Wofür? Ja, dass ich jetzt alles, ja, dass ich das alles, was ich geleistet habe, richtig geschafft habe. Und ich habe auch trotzdem liebe Menschen um mich. Ich meine, es gibt ja auch Menschen, die sind auch mit sich nicht ganz im Reinen. Mit denen musst du auch zusammenkommen. Die reden dir das ein und. Nein, nein, du, das geht nicht ran an mir. Das lasse ich nicht so zu. Ich bin ein friedliebender Mensch, heute noch. Sehr gut, also eine sehr Ja. angenehme Eigenschaft. Ja, eigentlich, wenn ich so bedenke, ja, ich bin eigentlich ein ruhiger und angenehmer. Er sagt ja immer anders von mir. Er grinst. Er enthält sich der Stimme. Ich sage meine Meinung nachher. Aber deswegen, ich kann auch verzeihen, ja, und ich kann auch um Verzeihung bitten, wenn mir mal etwas querläuft. Das hat er ja schon einmal erlebt mit mir. Es ging ganz gut, beides. Siehst du, so geht das. Ja. Das ist das Leben. Ja. Ja, so ist das, nicht? Ja. Nee, ich bin mit dem Leben zufrieden. Und es gibt eine Frage, die klingt erstmal sehr simpel, die hat aber eine tiefere Bedeutung. Gut, wollen wir mal sehen, was die sagt. Wofür stehst du morgens auf? Wofür? Hier drin, wofür stehst du morgens auf? Wofür? Ja, also ich, das ist eine Frage, ja, wo ich, nein, ich stehe wieder auf, aber das ist nicht meine Pflege, weil die Pfleger kommen, die schmeißen mich da drauf. Die wollen Sorge machen, die wollen mein Bett machen. Da muss ich raus, denn die gehe ich lieber vorher, bevor die kommen. Das ist eine gute Antwort. Aber so schnell kommst du mir nicht drum herum. Nein. Was gibt es in dir drin, was dich am Leben erhält? Also dieses, Hundertjährige haben ja auch noch Träume. Ja, da bin ich nicht mehr. Nein, das Leben ist noch schön. Bei mir ist es noch schön. Ja. Ich bin noch, ich sehe noch
das Grüne noch und sehe auch die Sonne noch. Und solange ich das noch sehe, bin ich noch zufrieden. Da kann ich nicht, und wenn es mal plattert, dann bin ich auch zufrieden. Dann sage ich, die Natur braucht es doch. Ja, also das ist, ich denke nicht nur an mich, ich denke auch an mein Umfeld rundherum. Und ich denke auch an meine Kollegen oder die hier sauber machen und putzen. Habe ich gestern gesagt zu der Putzkolonne, da steht alle drei hier und erzählt, ja, und erzählt und erzählt und, na gut. Da steht er nun hier, mach doch mal bitte, könnt ihr nicht mal mein Toilettenbecken sauber machen, den Abfluss. Das läuft das Wasser nicht mehr ab. Na, was haben Sie mal? Heute Morgen habe ich das erkannt, heute Morgen habe ich gesehen, die haben es gemacht. Selber entwirrt mit irgendwas, entweder da war drin geschmissen oder mit einem Schlauch oder mit so einer Bürste gearbeitet. Sie haben es mir gegeben und heute Morgen konnte ich dem Danke sagen dafür. Ja? Ja, ich kann auch Danke sagen für etwas, was denn wirklich auch, was war es? Mhm. Ich bin korrekt, ja, bin da korrekt drin. Das ist aber scheinbar von der Musik noch korrekt. Oh, Musik ist ein gutes Stichwort. Aber nimm gerne einen Schluck erstmal, dass du ein bisschen... Trinken ist wichtig. Ja. Der Körper besteht aus 70% Wasser und das Gehirn aus 90%. Ist das so? Ja. 10% Wasser. Nee, aber nee, mehr Wasser muss er haben. Er muss Wasser haben, stimmt auch. Und wenn bei uns an dem Tisch geredet wird, essen, was machen sie, schmeißen den Saft um und die Pfleger müssen wieder wischen. Ach, wenn ich das alles sehe, könnte ich verrückt werden. Und die eine macht sich in den Wasser noch Zucker rein. Oh Gott, denke ich, wirst du verrückt. Das macht mich innerlich, aber es geht mich ja nichts an. Also genau, immer wieder. Aber es geht mich ja nichts an. Ich mache mal die Nauze auf und rede und sage, du musst besser essen, mehr essen. Aber wenn es nicht fruchtet, dann ziehe ich mich, dann sage ich, mach dein Kram alleine. Jeder ist seines Glückes Schmied. Und jeder, was er macht mit seinem Leben, das muss er verantworten. Ja. Und ich denke, ich habe einen Schutzengel da oben. Der passt auf. Der hat aufgepasst. Ich wäre sonst längst tot. Ich wollte meine Versicherung abholen, mal. Wie das so ist, mein Mann und ich, wir haben noch eine Versicherung abgeschlossen. Warum wir das überhaupt gemacht haben, aber wir hatten es. Und bitte, er fiel, ich konnte mir die Versicherung von der abholen und die war in der Innenstadt, da unter Linden da unten, ja. Und will nun das holen, die Tipps machen, alles fertig. Heute ist vor allein. Ach Gott, denk, und denn hier in der Stadt alleine. Ach Gott, wo gehst du denn jetzt hier hin, habe ich gedacht. Und dann sagt sie, gibst du mir so, nun gehen sie rasch runter. Der Kassierer gibt ihnen rasch noch das Geld. Im Moment heultet voll Alarm. Nee, sagt, jetzt gibt er dir nicht das Geld mehr, der zählt es nicht noch auf. Heller und Pfennig auf. Und da sagte noch, unser Keller hier unten ist sicher, können Sie gut reingehen. Ich gehe aber die Treppe runter, denke, wo gehst du denn nun hin? Wo gehst du? Ach, geh mal geradeaus weiter, wo du hinkommst, wirst du schon merken. Ich kannte mich ja einigermaßen da ein bisschen aus. Aber ja, bitte, ich lief weiter. Wo lief ich hin? In die Reichskanzlei, die sie kaputt machen wollten. Da lauf ich rein in Splittergraben. Ohne dass ich es wusste, war ich da drin.
So, und dann war er endlich Entwarnung. Dann komme ich raus. Aber nun konnte ich ja nicht mehr so zurück, ich musste anders laufen. Über Berge und Berge und Geröll. Am anderen Tag ging ich dann wieder dahin, wollte mir doch das Geld holen. Komme hin, der Bunker. Die Granate schräg reingeschlagen und alle Menschen, alles kaputt gewesen. So, das war mein Glücksengel, wow, den ich hatte. Ja, habe ich gesagt, du hast mich beschützt. Du hast mich auch in die Hölle geschickt, aber du hast mich trotzdem beschützt. Ja? Mhm. Ja, und da habe ich dann wirklich gesagt, danke. Oh Gott, ja. Ja. Mit vollem und reinem Herzen. Ja. Und wenn auch manchmal hier mal Ärger oder Krach, dann sage ich auch, Mensch, mach Schluss mit dem Ganzen. Aber danke, dass es dich gibt. Ja. Mhm. Er bewacht mich. Was ist das eigentlich, dieser Schutzengel? Er zeigt sich nicht. Er ist da. Er ist da. So. Es gibt eine Frage, die Quintessenz, so heißt ja das Projekt Quint-E, was deine persönliche Quintessenz für dein Leben ist. Jetzt bist du ja schon über 100 Jahre alt. Hm. Und etwas, was du nach diesen vielen Lebensjahren und nach dem Ganzen, was passiert ist, sowohl negativ als auch positiv, was dir am Herzen liegt quasi, was für dich das Wichtigste, also Quintessenz ist ja etwas Einzigartiges, ja, was du anderen Menschen, zum Beispiel den Jungen, die da draußen nur am Telefon zocken, ja, oder Menschen, die im beruflichen Alltag gefangen sind und sich wie so ein Bioroboter bewegen, weil Familie, Ehe, Kinder, Job, alles so. Was ist deine Quintessenz? Ja, diese ganzen Apparate, also müsste es schon gar nicht so geben. Das ist zu viel. Aber es kann sich ja jeder kaufen. Ich verzichte auf sowas. Ja. Ich brauche es nicht. Ja, naja, wenn sie damit glücklicher sind, das ist ihr eigener Geschmack, wenn sie damit zufrieden sind. Aber so wie ich rausgehört habe von anderen Menschen, die sagen auch, dieses sollten sie bloß abschaffen. Denn es stört dermaßen auch in der Bahn und überall, wo sie sind. Überall wird gequatscht und jeder redet. Muss ich denn den sein Eheleben oder sein Problem miterleben? Muss ich doch nicht. Sollen sie in eine Ecke gehen und sollen sie sprechen? Alleine für sich. Dann will ich sagen, gut, aber es hört zu viel mit. Das ist alles nicht. Das soll zum Linder was sein, was ich durchmachen muss. Jetzt nutze ich natürlich diese neuen Techniken ganz bewusst, um euer Leben quasi reinzuholen in die Gesellschaft wieder und gewisse Probleme zu lösen. Ich habe bis vor 9 Monaten habe ich noch ein altes Tastenhandy gehabt. Ja. Und ich war glücklich damit. Ja, bitte. Jetzt habe ich mich aber entschieden, so etwas aufzubauen. Ja, und ja, naja, du arbeitest ja genau auch damit. Wenn man damit arbeitet oder irgendwas von sich geben kann, ja, und mir das hilft, dann soll man es ruhig benutzen. Du benutzt es ja nicht in der S-Bahn, um anderen Leuten dazu zu verlabern. Meine Mutti hat ein Baby gekriegt und jetzt schreit so doll oder sonst was. Nein, also, ja, das ist jedem sein Bier. Und ich fahre ja keine Bahn und keine Schmerz. Gott sei Dank. Ja, jetzt kommt trotzdem nochmal die Frage, was ist das, was du für dein Leben gelernt hast? Frage, was deine Quintessenz ist, in deinem langen Leben. Das eine, was dir besonders wichtig war, was du anderen gerne mitgeben möchtest, was dir geholfen hat. Ja, also ich möchte besser so sagen,
Die Menschen müssen mehr miteinander sein. Die sind jeder gegen sich. Die sind, als wenn, so wie, wenn wir jetzt so meinen, du wärst ein Feind und du bist ein Feind. Und dann rede ich, nein, so nicht. Man sollte miteinander kommunizieren, ja. Ja, man sollte nett miteinander sein. Man soll auch den anderen ausreden lassen, wenn er schimpfen will. Dann schimpft er eben. Dann muss ich das ertragen und muss sagen, gut. Und hinterher sagt, ja, das ist ja richtig gewesen. Hat ja recht gehabt. Nicht? Das ist, was man, aber ich selber, nein, da habe ich nicht mehr mit im Sinn. So vieles. Ich mache mein Leben und ich bin zufrieden, dass ich so weit, dass ich glücklich, dass ich so weit gekommen bin überhaupt. Mein Gott. Nee. Hättest du auch nicht gedacht, hm? Habe ich nie. Meine Mutter ist 88 geworden. Die hätte auch älter werden können. Aber die hat hier. Wenn ich über den Damm gehe, muss doch der Autofahrer sehen, dass ich über den Damm will. Da muss er doch stoppen. Und dann geht's ja. Und krach, weg war sie. Ja. Hat mir auch viel getan. Na, lass sie alle ruhen. Vater ist mit 75 gestorben. Der hatte auch, damals hatte man um die Parkanlagen immer so eine Puppen gehabt, ja, und so ein Geländer drauf. Mhm. Und wieder eine Puppe und so, damit keiner rübergehen soll, ja. Und da sind die Männer aus Freude auf dieses Geländer balanciert. Da ist er abgerutscht und da war die grüne Farbe und Rost. Da hat er sich aufgerissen, sein Schienbein. Und an diesem ist er dann gestorben später. Die Medizin war noch nicht so weit, dass sie das schaffen konnte, aus seinem Körper auszuschaffen. Ja. Mhm. Also, ja. So kann es auch gehen, nicht? Der war eben übermütig und glücklich scheinbar. Und dabei passierte das. Und nun bin, mein Bruder ist so früh weg und nun bin nur noch ich. Keiner von dem, aber ich habe ja einen Jungen noch. Und der ist jetzt noch, der kommt jetzt zurück. Der war auch bei der Buchpräsentation. Ja, der war ja mit bei, ja. Ach super. Der ist jetzt mit dem Boot rum. Mittellandkanal ist er da jetzt, scheppert er, aber der kommt zurück jetzt. Und wie alt war dein Sohn? Der hat ja. Na, war ein halbes Jahr, als der Vater starb. Nein, dein Sohn, wie alt ist dein Sohn, der jetzt noch lebt? Wie alt ist er, wie sieht jetzt bald ja nicht mehr. Der 70 war, 42, 43 ist er geboren. Okay. Nicht, also das tue ich aus. Okay, mach ich. Mach vielleicht, auch was. Vielleicht, ja, vielleicht, weiß ich nicht, kann man ja auch gleich nochmal interviewen aus meiner ja. Sicht. okay, und ich habe noch eine abschließende Frage. Mhm. Und zwar, gibt es etwas für dich, das du uns und all den anderen da draußen mitteilen möchtest? Vielleicht ein Geheimnis lüften, was du in dir trägst? Oder du wolltest schon immer mal etwas aussprechen, das du dich nur nicht getraut hast? Oder irgendeine Entscheidung oder irgendwas, was du noch machen wolltest, das nie getan eigentlich, hast? Eigentlich nicht, nein. Gibt es hast nicht. Hast du irgendeinen Wunsch? Hab keine Wünsche, nein. Ich bin hier wunschlos, glücklich. Und ich bin ja, was zu mir kommt, oder sagen wir mal jetzt mit Essen, was ich kriege, da bin ich dankbar und zufrieden, dass ich das kriege. Und da habe ich keinen. Nein, habe ich keine anderen Wünsche. Mittag ist auch korrekt. Manchmal könnte, aber man kann ja nachsalzen. Ich brauche nicht. Es ist alles korrekt. Ich liebe Ihre herzliche und unkomplizierte Art.
Ich hoffe, dass du sie ebenfalls ein wenig in dein Herz schließen konntest. Hier nochmal ein wenig zusammengefasst, was so ganz besonders bedeutend in diesem Gespräch herauskam. Auf alle Fälle hat sie ihren Namen nicht ohne Grund, die Couragierte. Cool rangehen, sagt sie, überlegt handeln, deswegen empfehle ich auch dir, versuch einfach die Augen zu schließen, wenn du in gewissen Momenten nicht wirklich weiter weißt und überlege, kannst du das nicht? Du kannst es doch. Und dann, na klar kannst du das. Also gib nicht zu schnell auf und Augen zu und durch. Und das ist so, so wichtig. Sei mutig und glaub an dich. Dann ist das Wort Verzeihen gefallen. Verzeihen ist so wichtig. Was ebenfalls sehr, sehr bedeutsam ist, das Miteinanderleben und wie man miteinander kommuniziert. Also freundlich miteinander umgehen, den anderen auch mal, wenn es gerade der Moment ist, mal schreien lassen oder einfach, dass er mal rauslassen kann, seinen Frust. Wer weiß, irgendetwas beschäftigt ihn ja. Irgendetwas muss es ja geben, weshalb diese Momente überhaupt zustande kommen. Das kommt ja nicht ohne Grund. Und auf jeden Fall darüber zu sprechen und nicht einfach das abzubügeln und kommunizieren miteinander. Kommunizieren miteinander und sich danach auch gegebenenfalls mal zu entschuldigen, selbst wenn dir selber das mal passiert, dass du mal lauter wirst. Und zu gucken, okay, was hat mich dazu jetzt bewogen, dass ich überhaupt lauter geworden bin? Denn der andere, der bekommt gerade den ganzen Frust ab. Und da die Courage auch zu haben, hinzugehen, sagen, okay, es tut mir leid, ich habe da gerade was falsch gemacht. Vielleicht auch in den Arm zu nehmen, die andere Person. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, Frau Zacki, ich freue mich so sehr, dass ich diese Dame habe kennenlernen dürfen und ich hoffe sehr, dass ich sie noch einmal wiedersehe, weil es so schön war. Und ich hoffe auch, wie gesagt, dass du für dich ein paar interessante und schöne Momente aus diesem Gespräch ziehen kannst, denn vielleicht die eine oder andere Sichtweise aus einem anderen Blickwinkel erhalten hast und ja, für dich selber mitnehmen kannst. Und was ich dir ans Herz lege, ist, folge mir. Also ich bin bei Instagram unter be.assisted, da kannst du mich finden. Du kannst meinen YouTube-Kanal abonnieren, einfach Beatrice Bürger eingeben, dann findest du mich schon. Wir sind bei Facebook mit Quint E online. Da kannst du ebenfalls mich abonnieren. Und hinterlass mir sehr, sehr gerne auch zu diesem Podcast einen Kommentar. Und über 5 Sterne bei der Bewertung würde ich mich wahnsinnig freuen, weil das einfach den anderen Leuten hilft, uns zu finden und dieses Projekt in die Welt zu tragen. Also die Botschaft, die wir hier mit Quint E vorhaben, das ist momentan sicherlich noch gar nicht so richtig absehbar, wie groß das eigentlich sein kann oder sein wird, weil so viel Feedback mittlerweile schon zurückkommt und ich bin so dankbar dafür und bringt der eine oder andere mich wirklich zum Schmunzeln. Also ich freue mich, dass du diesen Podcast hörst und auch die Videos bei YouTube anschaust. Ich bin ganz doll dankbar dafür und sag jetzt erst einmal auf Wiederhören, auf Wiederschauen und bis zum nächsten Mal. Schau doch bald wieder rein. In einer Woche ist es dann wieder soweit und ich wünsche dir eine ganz, ganz tolle Zeit. Bis dahin bleib schön gesund und pura vida. Adios, deine Beatrice.